Ja, hallo meine Lieben und willkommen zu einem ganz neuen Video von mir. Also ganz neu ist das noch nicht mehr. Ist schon ein paar Tage her, aber ihr wisst ja, ich bin immer in Verzögerung. Dies sei auch meinem Umzug geschuldet, da wir hier ja uns einfach nicht mehr wohlfühlen in der jetzigen Wohnung. Okay, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade dabei, mir die Nägel meiner Freundin anzuschauen, weil sie gerne von mir eine Naturnagelverlängerung haben. Nee, stopp, keine Naturnagelverlängerung. Eine Naturnagelverstärkung haben möchte, da sie im Bereich einer Arbeit tätig ist, wo viel mit den Händen gemacht wird. Und da müssen die Nägel relativ kurz sein. Es ist einer, beziehungsweise ja, einer war dabei, den wir verlängern müssen. Aber ansonsten lege ich dann auch schon los mit der ganz normalen Naturnagelvorbereitung. Und verlängere. Huch, hier kommt gleich alles geflogen. Entschuldigt bitte, das war gerade mein Ladekabel. Ja, ich verlängere dann den Nagel. Wie ihr hier sehen könnt, suche ich auch schon den Tipp aus. Und dann geht es auch ganz normal weiter. Nachdem die Naturnagelvorbereitung abgeschlossen ist, die habe ich euch jetzt nicht extra nochmal gefilmt, weil die ist immer gleich. Sind wir auch schon dabei, den Tipp aufzubringen. Ich habe mir den Tipp ein bisschen zurechtfallen müssen an den Seiten, damit er auch schön passt. Jetzt klebe ich mir den Tipp auch schon auf den Nagel auf und benutze hier momentan den Tippkleber von Trendnails in der Squeeze-Flasche, sage ich jetzt mal so. Bin damit auch sehr zufrieden. Man muss den Kleber nicht wie wild rausdrücken und quetschen, sondern der kommt von ganz alleine dorthin, wo er hin soll. Ja, nachdem ich den Nagel geklebt habe, lassen wir das jetzt schön trocknen. Und wir haben sogar ein paar mehr verlängert, wie ich gesehen habe. Also entschuldigt bitte meine Aussage von vorhin, dass ich nur einen klebe. Es waren dann doch zwei oder drei. Ja, ist schon wieder ein bisschen her. Von daher, sorry, die genaue Zahl weiß ich wirklich nicht mehr. Wir kleben jetzt die Tipps, lassen sie trocknen, bringen die auf die Länge und dann seid ihr wieder mit dabei. Nachdem der Tipp ordentlich geklebt ist, wird er gekürzt und in der Länge sowie am Übergang und an den Seiten zurechtgefeilt. Und dann geht es auch schon weiter. Und weiter geht's auch schon. Wir haben alle Nägel jetzt soweit fertig. Und da meine Freundin, wie gesagt, sehr viel mit den Fingern arbeitet und auch ein bisschen mit Chemikalien zu tun hat, benutze ich hier zur besseren Haftvermittlung den Ultrabond. Ich benutze ihn ja sowieso recht gerne und setze ihn häufig ein. Aber hier hat's schon wirklich seinen tieferen Sinn, den trage ich jetzt überall in einer ganz dünnen Schicht auf und dann geht es auch schon mit dem Grundiergel weiter. Als Grundiergel, ihr wisst, es kommt mein Jolyphine aus der Base Pure Line Serie zum Einsatz. Ebenfalls nehme ich hier den Pinsel von der Nicole Weiß in der Größe 4. Oval, das ist mein bevorzugter Pinsel, den ich speziell nur fürs Grundiergel verwende. Und das wird jetzt ganz dünn auf den Naturnagel aufgetragen, einmassiert und natürlich auch am freien Nagelende mit ummantelt. Nachdem dann das Grundiergel, entschuldigt. Nachdem dann das Grundiergel ordnungsgemäß ausgehärtet ist, nehme ich auch schon ein, also hier im Speziellen das
Ein Phasengel von der Nicole Weiss. Da die Naturnägel jetzt nicht so lang sind, brauche ich hier auch keinen dicken und großen Aufbau. Ich werde das Gel von der Nicole Weiss in zwei Schichten auftragen und somit denke ich, ist auch die Statik gewährt. Wie gesagt, die Nägel sind so kurz, da kann nichts, also muss man keinen großen Aufbau machen. Ja, und natürlich wird dann das wieder ordnungsgemäß ausgehärtet. Ich erwähne das jetzt nicht immer bei jedem Nagel mit, beziehungsweise nicht in jedem Video, sondern nur da, wo man eben nicht aushärtet, dann sage ich das dazu. Ansonsten gehen die Finger dann natürlich auch in die Lampe und das Gel muss ausgehärtet werden. Und jetzt geht es auch schon mit dem Design weiter, beziehungsweise geht es jetzt los. Ich habe hier am Mittelfinger, das wird unser Schmuckfinger. Meine Freundin hat sich für das Holographic Pink von Pretty Nail Shop 24, sprich Jolifine, entschieden. Und das trage ich in zwei dünnen Schichten auf, jeweils am Mittelfinger. Und dann kommt das für 30 Sekunden in die Lampe. Ich benutze hier meine LED-Lampe und bei UV-Lampen bitte 2 Minuten. Im nächsten Schritt geht es auch schon weiter. Wir haben uns dazu entschieden, diese Nägel mit zwei verschiedenen Farben zu machen. Einmal, wie gesagt, das Holographic Pink. Und einmal hat sich meine Freundin für dieses wunderschöne dunkle Lila entschieden, das ich mal von der lieben Patricia La Mariposa, ihren Kanal verlinke ich euch unten, geschenkt bekommen habe, beziehungsweise war das in einem Gewinn- oder Tausch, ich glaube Gewinnpaket. Und das möchte meine Freundin als French haben. Wir machen aber hier auch eine Glitzer-French, das heißt, ich trage jetzt diese Farbe nicht hundertprozentig genau auf, sondern da Glitzer drüber kommt, kann man auch schon mal so ein bisschen ungenauer arbeiten. Natürlich muss alles dann seinen Rahmen haben und schön aussehen. Das heißt also jetzt nicht über den ganzen Nagel schmieren, sondern wirklich war nur im Bereich der French. Auf Make-up-Gel habe ich hier verzichtet, da meine Freundin ihr natürliches Nagelbett gerne behalten möchte. Nachdem jetzt auch die zweite Schicht Farbe ausgehärtet ist, kommt das Glitzer zum Einsatz. Wir haben hier ein pinkes Glitzer bzw. Pink Lila, was natürlich super zu diesen Nägeln passt. Ich trage mir jetzt mein heißgeliebtes Einphasengel auf. Das ärgert mich zwar immer wieder mit diesen pappigen Tiegeln, aber da habe ich ja ein paar Tipps von euch bekommen, die ich natürlich auch gerne mal umsetzen werde. Ich trage mir hier, wie gesagt, das Einphasengel auf und auch wenn es jetzt so aussieht, als wenn ich es auf den ganzen Nagel aufstreiche, hier nehme ich sowieso gleich wieder runter, weil ich nämlich vergessen habe, das ja, Farbgel abzucleanern und da habe ich mir das natürlich in das Nagelbett mit aufgeschmiert. Das heißt, dass ja, Fehler passieren, kommt mit runter und wird dann ganz normal nochmal mit aufgetragen. Aber erst nachdem ich mir alle anderen Nägel, auch die Spitzschicht, abgenommen habe. Nun, beim Abcleanern der Spitzschicht ist mir bei diesem Farbgel aufgefallen, dass es sich teilweise vom Nagel wieder mit abziehen hat lassen. Das heißt,
Ich musste es an mehreren Nägeln erneut auftragen in zwei dünnen Schichten. Und es hat bis auf einen Nagel auch wunderbar funktioniert. Ein Nagel, da ging überhaupt nichts. Da wollte es weder halten noch fest werden noch sonst irgendwas. Ich habe es mit verschiedenen Temperaturen, mit verschiedenen Untergründen probiert. Und dann war einfach nur noch das ist übrigens der Nagel hier, die Lösung da, dass wir das mit Glitzer auffüllen, weil es wollte partout nicht haften. Das heißt, ich glaube, das ist das Indian Summer, gut darauf achten, dass der Untergrund angebaggert ist, dass der keine Schwitzschicht enthält, das ist logisch, und dass auch die Aushärtungszeit mal länger probiert werden sollte. Und jetzt geht's dann endlich weiter. Die Schwitzschicht wird entfernt, dann kommt das Einphasengel drauf und ich trage das Einphasengel im vorderen Bereich auf. Wirklich war nur dort, wo ich dann auch das Glitzer haben möchte. Im Hintergrund seht ihr, dass auch bei dem Zeigefinger wieder das lilane Farbgel abgegangen ist. Aber wie gesagt, wir haben dann eine Notlösung gefunden. Ich trage mir jetzt in der dünnen Schicht das Einphasengel auf alle Nägel auf, dort wo Glitzer hin soll, und dann glitzern wir einfach weiter. Und hier habe ich das Einphasengel nicht in die Lampe getan, sondern gleich das Glitzer so mit eingestreut und danach kommt es in die Lampe. Und nun nehme ich mit einem Extrapinsel das Glitzer aus dem Döschen auf und trage es mir genau punktuell dort auf, wo ich das gerne hinhaben möchte. Ja, ich wollte jetzt eigentlich wieder in den Geltiegel, aber das ist mir an dem Tag so oft passiert, dass ich den Pinsel dann zwischendrin doch mal reinigen musste. Und nun geht es dann auch schon weiter. Überall, wo Glitzer drauf soll, wird geglitzert. Und danach kommen die Nägel zuerst mal in die Lampe. Und da bei uns beiden so ein ja, unausgesprochenes Einverständnis besteht, darf ich bei meiner lieben Freundin hier auch gerne mit ein bisschen Glitzer und Bling Bling arbeiten, weil ohne geht einfach nicht. Das heißt, wir benutzen jetzt für den Schmucknagel ein paar Stripes und noch ein Steinchen und dann zum Schluss seht ihr das Endergebnis. Aber jetzt könnt ihr erst mal schauen, wie wir das machen. Im ersten Schritt buffere ich mir meinen Nagel, wo das Glitzer und Bling Bling drauf soll, ordentlich an. Aber ich passe darauf auf, dass ich mir hier nicht die Farbschicht wieder runterhole, da ich hier kein Einphasengel drunter habe zum Schutz, sondern ich wollte das direkt auf den Nagel auftragen. Dann wird der Staub entfernt. Und jetzt kommen die Stripes zum Einsatz. Ich suche erstmal den Anfang und dann klebe ich den Stripe mittig auf den Nagel drauf. Lasse dabei aber im hinteren Bereich ca. 1 mm, genau wie am freien Nagelende, 1 mm Platz, damit ich dann um den Stripe und auf dem Stripe richtig versiegeln kann und der sich dann auch nicht wieder vom Nagel lösen kann. Geht's auch schon weiter. Mit meinem Einphasengel trage ich mir eine dünne Schicht auf dem gesamten Nagel auf. Das dient zum Schutz von dem Stripe. Und außerdem kann man auch hier dann weitere Nailart etc. pp. Einlegen, die ein feuchtes Gel oder eine Schwitzschicht brauchen. Im nächsten Anlauf haben wir uns für ein paar Steinchen entschieden. Ein etwas größerer, der am Ende vom Stripe angebracht wird. Und dann kommen wirklich die, ich glaube, das ist sogar SS2, diese wirklich Mini-Steinchen um den großen drumherum, dass es so ausschaut wie so ein kleines Ornament bzw.
auch eine, ja, Glitzerblüte. Die sind wirklich nicht ganz einfach aufzutragen, aber dafür habe ich ja mein schlaues Stiftlein hier. Nachdem dann die Steine aufgetragen sind, wird das Ganze ausgehärtet und dann kommt auch schon die Versiegelung. Und nun, wer die letzten meiner Videos schon verfolgt hat, weiß, dass ich im Moment mit dem Versiegler von der Nicole Weiss, dem Perfect Finish Flexible, arbeite. Ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Er lässt sich schön auftragen und hat auch eine sehr lange Haltbarkeit. Also er verliert nicht an Glanz und es sind auch keine Kratzer zu sehen. Wichtig ist einfach, dass man den Versiegler schnell aufträgt und dann für Minimum 90 Sekunden in der LED-Lampe drin lässt, weil dann entwickelt er einen wunderbaren Glanz und klebt und picht auch nicht mehr, weil ich habe festgestellt, zu kurz drin und er, ja, ist noch nicht ganz so, wie er sein soll. Jetzt bin ich hier aus dem Bild gerutscht, aber ihr habt ja die ersten beiden Hände gesehen. Mir ist da nämlich gerade ein Steinchen weggesprungen. Und das muss ich jetzt fix noch auftragen. Ja, im Endergebnis seht ihr dann, was wir hier fabriziert haben. Und bis dahin, ja, gut. Schaut euch einfach dann das Endergebnis an. Und das war's auch schon wieder zu diesem Video, meine Lieben. Ich danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.